Mein Name ist Ulrike Buri, ich kandidiere für den Stadtrat Koblenz auf dem Listenplatz 11. Seit über 20 Jahren bin ich hier in Koblenz tätig, jetzt seit 10 Jahren als Quartiersmanagerin im Stadtteil Lützel. Schwerpunkte hier meiner Arbeit sind Stärkung bürgerschaftlichen Engagements, die Menschen zu unterstützen bei der Umsetzung ihrer Ideen und Projekte im Stadtteil Lützel. Dann genauso Bindeglied sein zwischen den Bürgern und der Stadtverwaltung, zwischen den Bürgern und der Politik. Und noch ein wichtiger Bereich ist die Vernetzungsarbeit. Wirklich Vernetzungsstrukturen aufzubauen, ein starkes Netzwerk, was halt quasi den Stadtteil stärkt. Ich mag an Koblenz besonders die Flüsse, den Rhein und die Mosel, die vielen schönen Plätze, die es dort gibt, wo man verweilen kann, wo man sich aufhalten kann, also eine sehr hohe Aufenthaltsqualität da ist. Dann liebe ich die kulturelle Vielfalt, die es hier in der Stadt einfach gibt, die man erleben kann, wo eigentlich relativ das ganze Jahr über etwas angeboten wird und das ist auch sehr abwechslungsreich und gut zugänglich. Dann liebe ich es, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Das kann ich in Koblenz sehr gut. Die Wege sind relativ kurz, die Stadt ist überschaubar. Man kennt sich eigentlich ziemlich schnell oder man kennt sich ja doch ganz gut in der Stadt aus. Das finde ich so von der Größenordnung her der Stadt her ganz toll. Und ich liebe die Menschen, die ich in Koblenz kennengelernt habe, weil das sehr schön ist, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die Ideen zu hören und mit denen zu arbeiten. Ja, warum ich in den Stadtrat will? Als Quartiersmanagerin habe ich jetzt 10 Jahre lang die Stadtverwaltung kennengelernt, die Strukturen, die Arbeitsweise, viele Menschen, viele Ämter auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Kommunalpolitik und die Menschen, die dort agieren. Als Quartiersmanagerin ist man natürlich in manchen Bereichen, stößt man einfach an seine Grenzen, weil man ja da nichts groß entscheiden kann. Und ich würde jetzt einfach gerne mal auf die Seite gehen der Kommunalpolitikerin, der Stadträtin, um zu sehen, wie ich da eventuell meine Erfahrungen, die ich in den letzten 10 Jahren hier in Koblenz gesammelt habe oder gerade im Quartiersmanagement, ich bin ja noch länger hier tätig, vorher auch als Gemeinwesenarbeiterin auf dem Asterstein, und einfach mal zu sehen, wie kann ich das, was ich im Prinzip jetzt in 10 Jahren gesammelt habe, als Schätze, sage ich mal so, gut und sinnvoll in der Kommunalpolitik einsetzen. Ja, ich habe 3 Themenschwerpunkte, die mir eigentlich sehr am Herzen liegen. Das erste Thema ist das Thema der Bürgerbeteiligung. Also wirklich die Menschen innerhalb der Stadt ernster zu nehmen, in Planungsprozesse von vornherein mit einzubeziehen. Siehe hier Umgestaltung Schenkendorfplatz ist ein Thema in naher Zukunft, das kommen wird. Und da wirklich zu sehen, die Menschen direkt von vornherein, die hier wohnen, die hier arbeiten, die Geschäfte haben, in diese Prozesse zu integrieren. Also das ist das Thema der Bürgerbeteiligung. Das steht für mich ganz oben. Ebenso der zweite Punkt, als leidenschaftliche Fahrradfahrerin, die auch täglich damit zur Arbeit fährt und auch ansonsten Erledigungen mit dem Rad am liebsten macht, wünsche ich mir sichere Radwege. Ein sicheres und größeres Radwegenetz. Ich denke, da hat Koblenz noch ziemlich Luft nach oben. Da ist noch viele Möglichkeiten gar nicht ausgeschöpft. Da muss wirklich noch stark nachgearbeitet werden, damit die Menschen auch Spaß haben, umzusteigen, ne? Damit auch Kinder wieder aufs Rad gehen, ne? Und nicht die Eltern Angst haben, ihre Kinder fahren zu lassen, weil das hier einfach teilweise extrem gefährlich ist. Links ein LKW, rechts ein Bus und sie sind als Radfahrerin in der Mitte. Geht nicht. Und der dritte Punkt hat auch so ein bisschen, beruflich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich täglich eigentlich konfrontiert werde von Menschen, die zu mir ins Büro kommen und sagen, ich brauche eine Wohnung. Ich habe keinen Wohnraum, ich habe entweder keine Wohnung oder eine zu kleine Wohnung oder zu teuer und muss aus der Wohnung raus. Und sie stehen da ziemlich ohnmächtig und sie können den Leuten nichts anbieten. Es ist einfach kein Wohnraum da, der für die Menschen bezahlbar ist. Und ich glaube, es gibt mehr Menschen in Koblenz, die weniger Geld haben, als dass es Superreiche gibt. Und da, finde ich, muss einfach eine Stadt eine gewisse Verantwortung übernehmen. Und zwar jetzt. Für bezahlbaren Wohnraum.